Lieber Roland, und zwar, ich mache jetzt gerade meine Einkommensteuererklärung, Anlage V, und möchte möglichst viele Werbungskosten geltend machen. Ich glaube, da kriegen wir das ein bisschen hin. Es gibt die ein oder andere Werbungskosten, die ich dir vielleicht noch zeigen kann. Aber herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Heute habe ich wieder jemanden bei mir, und zwar. Alexander Hermsdorf von Immobilien mit Kopf. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es denn eigentlich für Werbungskosten bei der V&V gibt. Also, ich habe jetzt eine Immobilie, bin aber dieses Jahr auch wirklich oft zu Besichtigungen gefahren. Ich wollte weitere Investments prüfen und deswegen haben sich halt Fahrtkosten ergeben, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Also, es steht ganz schön ins Kontor. Kann ich diese Kosten absetzen? Ja, bloß du musst natürlich aufpassen, weil du gesagt hast, zum einen die Immobilien, die du besichtigt hast, die dir schon gehören, da kannst du 30 Cent die gefahrenen Kilometer ansetzen. Das heißt aber auch hin und zurück. Aber bei den Immobilien, die du neu kaufen willst, diese sind Teil der Anschaffungskosten. Das heißt, die musst du dann über die Abschreibung erst abrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt zu einer Immobilie, die ich hier heute noch nicht besitze, aber plane zu kaufen und jetzt so drei, vier Mal hinfahre wegen Besichtigung, Nachmessen und sonst was, kann ich diese nur aktivieren. Richtig, und zwar halt über die 50 Jahre abschreiben. Puh, schade. Aber so So ist ist es das halt. leider, genau. Und jetzt habe ich auch mehrere Seminare besucht, beispielsweise Immopreneur-Kongress. Das ist ein beliebtes Seminar, wo ich gerne mal hinfahre. Und wie sieht das da aus? Zwecks Weiterbildungen, die immobilienspezifisch sind. Kann ich sowas auch absetzen? Ja, auch da ist es möglich. Also kann man da grundsätzlich mal für weitere Fragen bei den Fahrkosten sagen. Alles, was in Bezug auf die Immobilien ist, kannst du auch dann mit zum Beispiel Fahrtkosten, also auch Reisekosten, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Hotelkosten oder sowas, kannst du dann als Werbungskosten bei der V&V absetzen. Weil wenn du zum Beispiel gut diversifizierst und zum Beispiel mehreren Städten, jetzt sagen wir, wir sind jetzt gerade in Regensburg, du hast eine Wohnung in Berlin und du fährst von Regensburg nach Berlin, um da deine Wohnung oder mehrere Wohnungen zu besichtigen, dann kannst du zum Beispiel auch die Hotelkosten dann absetzen. Und zusätzlich noch, was viele immer vergessen, es gibt auch noch die Verpflegungsmehraufwendungen. Da ist es so, für An- und Abreisetag 12 Euro, für den Tag, also den vollen 24-Stunden-Tag, 24 Euro. Das ist natürlich auch eine kleine Summe, die sich dann auswirkt, wenn man mehrere Immobilien oder mehrere Tage unterwegs ist dafür. Und auch die Hin- und Rückfahrt mit Richtig, 30 Cent auf den Kilometer. Das genau. heißt, ich kann Verpflegungsmehraufwendungen bei mehrtägigen Sachen machen und Kilometergeld Hin- und Rückfahrt je 30 Cent auf den gefahrenen Kilometer. Da schreibe ich einfach in meine Excel-Liste, tue das mit dem Beleg Richtig, nachweisen genau. und das dann entsprechend über das Jahr sammeln und dann entsprechend als Fahrtkosten angeben. Richtig, genau. Coole Sache. Und wie sieht's aus? Ich lese auch gerne mal ein Buch. Auch da ist es so, dass natürlich jedes Buch, das du liest, was mit Immobilien zu tun hat, ist natürlich jetzt die Frage, du bist ja auch noch als Makler angestellt. Richtig. Sind es jetzt bei dir bei der Anlage N, also sprich aus der nicht selbstständigen Tätigkeit heraus, Werbungskosten, also machst du es für deinen normalen Beruf oder machst du es für die Vermietung? Da musst du natürlich dann aufpassen, aber im Grunde ist es natürlich dann egal, wenn du auf beiden Seiten viele Werbungskosten hast. Aber du kannst auch bei der V&V absetzen, das natürlich. Okay, coole Sache. Und wenn ich jetzt, was kann ich denn jetzt noch im Rahmen der Immobilie absetzen? Wir hatten jetzt Seminare, wir hatten jetzt Literatur, wir hatten jetzt die Fahrtkosten. Wenn ich jetzt mich beraten lasse, Beratungsgelder. Auch das zum Beispiel. Also, um jetzt nur noch ein paar weitere Werbungskosten zu nennen, wie gesagt, du beauftragst einen Steuerberater, der dir die Anlage V erstellt. Kannst du von der Steuer absetzen. Okay. Du hast auf der anderen Seite erhebliche Telefonkosten, weil du so viele Vermietungen hast, kannst du auch die Telefonkosten absetzen. Dann, wie gesagt, noch auch, wenn du zum Beispiel das, was viele wirklich vergessen ist, bei mehreren Immobilien hast du auch Anspruch auf ein Arbeitszimmer. Das heißt, du kannst dir auch dementsprechend natürlich die Kosten von der Miete, also wenn du zur Miete wohnst, also deine eigene Miete anteilig für dieses Arbeitszimmer absetzen und dann natürlich auch Büromaterial, Schreibtisch und sonstige Sachen kannst du alles absetzen. Und natürlich, was muss man auch machen, immer die Nebenkostenabrechnung. Auch dafür, wenn man, wie gesagt, viele Immobilien hat, kann man zum Beispiel Computer, Laptop, natürlich alles hier über die Anlage V absetzen. Das ist natürlich schon einiges, oder? Das ist mega. Also, das habe ich so gar nicht bedacht, aber schön nochmal zu wissen, was alles geht. Werbung, auch Portokosten, Richtig, das komplett. ganze Arbeitsmaterial, was ihr im Rahmen eurer Immobilienbewirtschaftung benötigt, kann abgesetzt Ja. werden. Und das ist wirklich eine spannende Sache. Und dann ebenfalls noch die laufenden normalen Nebenkosten, die im Rahmen der Immobilie Genau. anfallen. Und wie sieht es aus mit der Tilgung? Kann die abgesetzt werden? Das ist die typische Frage. Also, Ja.
Man muss hier wirklich sagen, steuerlich ist es leider nicht so schön. Zinsen, also sprich die Schuldzinsen, wie sie im Steuerlichen heißen, können abgesetzt werden, die Tilgungsleistung aber leider nicht. Weil man hier im Grunde, wie es auch oft immer heißt, die Tilgung wirkt sich über die Abschreibung aus. Richtig. Genau. Und von daher Tilgungsleistung keine Chance. Was aber wiederum möglich ist, ist zum Beispiel, wenn du ein, was natürlich von Bankseite her, wenn da noch weitere Nebenkosten sind, also sprich für ein gesondertes Konto oder sowas, kannst du mit ansetzen. Oder auch wenn du ein Disagio hast, dann kannst du es natürlich auch, solange es fremdüblich ist, im Jahr der Anschaffung sozusagen steuermindern mit annehmen, ansetzen. Kannst du nochmal den Leuten erklären, was ein Disagio ist? Ein Disagio ist im Grunde vorausbezahlter Zins. Ja. Und das ist natürlich dann sozusagen, man zahlt hier Zinsen voraus, um natürlich dann langfristig einen Bonus zu haben, um weniger Zinsen zu zahlen. Und da muss man aber aufpassen, dass es natürlich fremdüblich ist, weil man kann hier nicht sagen, man zahlt hier 30, 40, 50, 100.000 Euro an Zinsen voraus über eine Laufzeit von 40 Jahren, sondern das ist begrenzt auf 5 Jahre. Das heißt, maximal 5 Jahre darf der Zins vorausbezahlt werden, sonst wird er auf die Anschaffungskosten umgelegt. Aber trotzdem ein cooler Tipp. Ein Disagio ist ein spannendes Instrument, um hier gerade wirklich noch seinen kleinen Zinsvorteil mitzunutzen. Man kann nämlich Disagio mitfinanzieren. Und genau, das ist nämlich der Trick, um hier entsprechend hier nochmal einen kleinen Steuerspareffekt mitzuhaben. Richtig. Cooler Tipp. Danke, dass du das nochmal so erklärt hast. Bitte schön. Freue ich mich. Werde ich das im Rahmen meiner V&V alles noch mir zusammensuchen, was ich mit absetzen kann. Und vielleicht kriege ich ja noch eine kleine Ausstattung. Das ist natürlich immer schön, wenn wir noch ein bisschen... Werden wir uns da nochmal hinsetzen und hier das Ganze durcharbeiten. Naja, wie gesagt, das waren jetzt einige Fragen, die wir hatten zu Werbungskosten. Und ich denke, es gibt vieles, was jetzt beantwortet ist. Ansonsten, wie immer, sollten weitere Fragen zum Thema Werbungskosten bei der V&V sein, dann ab in die Kommentare. Das ist Alexander Hermsdorf von Immobilien mit Kopf und er hat wirklich gute Tipps auf seiner Seite zum Thema Immobilienfinanzierung. Vielen Dank. Ich glaube, rechtliche Themen macht dir auch die Macht. Rechtliche Themen, also wir haben alle möglichen Themen. Wir arbeiten auch sehr viel mit Spezialisten, wie beispielsweise dir als künftiger Steuerberater. Genau, richtig. Und wie gesagt, wir haben auch Bauspezialisten, wir haben Finanzierungsspezialisten mit bei uns auf dem Kanal, wir haben erfahrene Investoren mit bei uns auf dem Kanal zum Thema Immobilien. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, wenn euch das Thema Immobilien wirklich interessiert. Wir haben jetzt wirklich sehr spannende Videos mit dir abgedreht. Danke nochmal dafür. Bitte schön. Und das Werbungskostenvideo. Ansonsten, wie gesagt, sollten weitere Fragen sein, unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland Elias von Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.